Herzlich willkommen zu diesem kleinen Vergleichsvideo von Arizona Sunshine Remake. Links seht ihr die SteamVR-Version und rechts die PlayStation VR 2-Version. Was ihr hier natürlich nicht sehen könnt, das ist natürlich, wie es im Headset aussieht. Das ist natürlich bei SteamVR davon abhängig, welches Headset ihr benutzt. Bei der PlayStation VR 2-Version, da habe ich euch ja in unserem PlayStation VR 2-Video schon gesagt, dass da die Auflösung leider nicht so besonders hoch ist und es teilweise recht stark am Jittern ist. Das sieht man jetzt hier im Video natürlich nicht, aber wir können hier ganz gut die Grafikdetails der zwei verschiedenen Versionen vergleichen. Bei der SteamVR-Version könnt ihr einige Grafikoptionen vornehmen und ich habe hier für dieses Video alles auf Maximum gestellt. Also die Texturauflösung ist auf Maximum und auch die Schattenqualität ist auf Maximum. Die Kleidung der Charakter unterscheidet sich teilweise. Manchmal haben sie andere Klamotten an, manchmal haben sie gar keine Klamotten an. Ich weiß nicht, ob das aus performance-technischen Gründen passiert ist oder einfach nur aus designtechnischen Gründen, damit sich die Versionen irgendwie ein bisschen unterscheiden. An manchen Stellen fällt mir bei der PlayStation VR 2 Version auf, dass der Schatten ein bisschen gröber aufgelöst ist. Bei der PC-Version gibt es ja drei Einstellungen von der Schattenqualität. Die steht ja jetzt hier auf Maximum und ich würde mal vielleicht tippen, dass die PlayStation VR 2 Version auf so einer Mischung aus der mittleren und der hohen Einstellung von den Schatten her liegt. Also ich sehe da von den Grafikdetails keine wirklichen Unterschiede zwischen der SteamVR-Version und der PlayStation VR 2-Version. Wenn ihr da welche seht, schreibt das gerne mal in die Kommentare. Die PlayStation VR 2-Version hat, wie gesagt, leider im Headset eine nicht so hohe Auflösung und ist recht stark am Flimmern. Aber ansonsten von den Grafikdetails scheinen sich da beide Versionen nichts zu nehmen. Ich danke euch fürs Zuschauen, freue mich auf eure Kommentare und dann bis zum nächsten Mal. Macht's gut, ciao. Ich habe wirklich viel Spaß. Nein, warte. Ich habe wirklich viel Spaß. Ich sollte dieses Radio untersuchen. Viel, viel Spaß.